Hallo, Simon hier vom YouTube-Kanal The Bad Beard. In Monster Hunter World kann man nicht nur große Monster durch die Gegend prügeln und deren Teile benutzen, um sich ein paar neue Schuhe zu machen, sondern man kann auch ein paar entspanntere Dinge machen, zum Beispiel angeln oder, darum geht es heute, verschiedene Kleintiere fangen. Die kann man dann tatsächlich auch in seiner Bude ausstellen und sich so seinen kleinen Privatzoo aufbauen. Und da kommt auch recht schnell Sammelfieber auf. Es gibt allerdings 4 von diesen kleinen Viechern, die extrem selten sind und die jeweils mit einer Trophäe bzw. einem Achievement verbunden sind. Wenn ihr also alle Trophäen sammeln wollt, wenn ihr alle Achievements haben wollt, dann müsst ihr die zu irgendeinem Zeitpunkt mal fangen. Und heute möchte ich euch erklären, wo ihr die findet, wie ihr die am besten farmen könnt. Das erste seltene Tierchen ist der Prisma-Herkudrom. Den findet ihr im uralten Wald in diesem Gebiet hier. Von diesen 4 ist es tatsächlich das am leichtesten zu findende Tier. Das Einzige, was ihr wissen müsst, ist, dass der nur bei Sonnenauf- oder Untergang dort an dem Baum zu finden ist. Dann braucht ihr nur noch ein Fangnetz und schon könnt ihr ihn mit den anderen Viechern in eurer Bude zur Schau stellen. Übrigens geben alle diese seltenen Tierchen auch sehr viele Forschungspunkte und gerade weil dieser Prisma-Herkudrom quasi immer bei Sonnenauf- oder Untergang an dieser Stelle erscheint, könnt ihr den, wenn ihr auf der Map sowieso unterwegs seid, um ein Monster zu jagen, auch einfach mal einfangen und euch so ein paar Forschungspunkte nebenbei sichern. Das nächste Pokémon, Kleintier, ist tatsächlich kein Kleintier, sondern ein großer Fisch. Den findet ihr im Tal der Verwesung. Kann sein, dass es den auch noch ein paar anderen Tümpeln gibt. Ich habe ihn jetzt nur an dieser Stelle gefunden. Ich habe auch niemanden anderen gesehen, der ihn irgendwo anders gefunden hat. Könnt ihr natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr da noch einen anderen Ort habt. Der befindet sich in diesem Gebiet hier im Tal der Verwesung. Da es sich hier um einen großen Fisch handelt, müsst ihr den natürlich mit der Angel einfangen. Idealerweise habt ihr vielleicht auch ein paar Köder dabei. Ich habe es tatsächlich ohne Köder gemacht, ging auch ganz gut. Das Problem bei der Sache ist, dass der eben erstmal erscheinen muss. Und in diesen Teichen sind auch noch ein paar andere Fische, die sind tatsächlich auch ganz nützlich. Also hier könnt ihr sowieso mal angeln, wenn ihr nämlich Geld braucht. Hier sind Goldenfische drin und auch große Goldenfische. Da könnt ihr Schuppen farmen. Da gibt es dann auch ein bisschen Kohle nebenbei. Aber der Fisch, den ihr wollt, den Petrikant, den findet ihr auch hier hinten in der Ecke. Wenn ihr ihn mal an der Angel habt, nicht erschrecken, bei großen Fischen müsst ihr ein paar extra Eingaben machen, als nur die Kreistaste auf PlayStation 4 zu mashen. Ihr werdet auch schon von weitem sehen, ob er da ist oder nicht. Das ist eben dann der große Fisch, der auch so ein bisschen leuchtet, also der hat so ein paar Leuchteschuppen. Wenn er nicht da ist, dann solltet ihr einfach wieder zum nächstgelegenen Lager fliegen und nochmal hinlaufen. Es kann auch helfen, alle anderen Fische erstmal wegzuangeln, die sowieso da sind. Und wenn dann welche nachspawnen, kann der Petrikant auch dabei sein. Hier würde ich euch empfehlen, einfach mal, wenn ihr sowieso im Highrank unterwegs seid, ein paar Monsterquests macht und gerade zufällig eben durch das Tal der Verwesung kommt, mal ab und zu einen Abstecher in dieses Gebiet zu machen. Vielleicht einfach so ein paar Goldenfische zu fangen, aber dann auch mal nach dem Petrikant zu schauen. Der ist wie gesagt relativ selten, also es kann eine ganze Weile dauern, bis ihr den da seht. Und so ist es auch bei den nächsten Tierchen, die sind ziemlich selten. Und zwar handelt es sich hierbei um Flauschhühner. Die erscheinen auf dem Rücken von Pflanzenfressern, die sowieso in den Maps rumlaufen. Und dann seht ihr da auch immer irgendwie so 5, 6 auf dem Rücken fröhlich rumhüpfen. Die sind extrem schreckhaft, wenn ihr zu nah rangeht, ohne zum Beispiel den Ghillie-Mantel dabei zu haben oder geduckt zu sein, dann hauen die auch schnell ab und springen von dem jeweiligen Tier runter. Wenn ihr die farmen möchtet, empfehle ich euch, in den uralten Wald zu gehen. Direkt, wenn ihr aus dem südlichen Lager, also dem ersten Lager, rausgeht, seht ihr ja das große offene Feld, wo ganz viele Pflanzenfresser rumlaufen. Da könnten die drauf rumreiten. Wenn ihr sie da nicht seht, dann geht ihr in die Wildturmödnis, auch ins erste Lager. Direkt, wenn ihr da rauskommt, seht ihr ja auch ein paar Pflanzenfresser. Und da kann man dann eben jetzt einfach hin und her wechseln in Expeditionen und versuchen, die Viecher zu farmen. Das kann aber wirklich ziemlich lange dauern. Hier eher mein Tipp, jetzt wo ihr wisst, dass die auf dem Rücken von Pflanzenfressern reiten, eigentlich auf allen Maps immer mal drauf achten, wenn ihr da sowieso unterwegs seid. Und falls ihr sie entdeckt, dann einfach einfangen. Das letzte Tierchen ist das umständlichste, finde ich persönlich. Das ist auch offensichtlich nah mit dem Flauschhuhn verwandt. Es ist das Kraushuhn. Und das reitet auch auf dem Rücken von anderen Tieren, in diesem Fall Moosschweinen.
Auch der Kollege ist extrem schreckhaft, also Gillimantel, beste Option, um sich anzuschleichen und ihn mit dem Fangnetz zu erwischen. Wenn ihr ihn farmen möchtet, dann ist das Tal der Verwesung wahrscheinlich eure beste Option. Hier gibt es zwei Orte, die jeweils nicht weit von einem Lager entfernt sind, an denen es ein Moosschwein gibt. Der erste Ort ist hier oben beim ersten Lager, einfach kurz den Abhang runter und um die Ecke. Dann könnt ihr schon sehen, ob da so ein Kollege auf einem Moosschwein rumreitet. Wenn nicht, ab in das andere Lager, was es auf der Karte gibt. Hier hinten rum am Odogaron-Nest vorbei, dann hier unten kurz durchkriechen und dann seht ihr da auf so einem Vorsprung auch ein Moosschwein rumspazieren. Das ist übrigens genau der Ort, wo ihr auch den Petrikant finden könnt in dem Tümpel da hinten. Also kann man ganz gut kombinieren, die beiden gleichzeitig zu suchen. Ihr seht eigentlich schon aus der Ferne, ob das Teil auf dem Moosschwein rumreitet. Wenn ja, dann Gillimantel an, hier hinten den Vorsprung hoch und dann könnt ihr ihn auch einfangen mit eurem Fangnetz. Auch dieser Kollege, sehr selten. Kann sein, dass es ziemlich lange dauert, bis ihr einen zu Gesicht bekommt, aber jetzt, wo ihr die Information habt, dass er auf dem Rücken von Moosschweinen unterwegs ist, könnt ihr bei euren Jagden in den diversen Gebieten natürlich darauf achten, ob ihr einen findet. Und es gibt auch noch einen ganzen Haufen andere seltene Tiere, die sind zwar nicht mit Erfolgen verbunden, aber trotzdem lustig. Es gibt eine gigantische Vitalitätswespe, die kann auch zufällig zum Beispiel im uralten Wald erscheinen, die kann man auch mit dem Fangnetz einfangen und sich in die Bude tun, wenn man so möchte. Natürlich auch irgendwelche Mistkäfer oder Taranteln, da ist euch die absolute Freiheit gelassen. Auch von diesen Wackelwürmern übrigens, die man im Korallenhochland manchmal sehen kann, gibt es auch eine seltene Variante. Also war für mich echt überraschend, wie viel Liebe und Details auch in diesen eigentlich unnötigen Aspekt gesteckt wurden. Man kann sogar, wenn man die Viecher zum Beispiel in den Teich packt, die verschiedenen Fische oder so, kann man sich auf die Bank setzen und die füttern oder seine Vögelchen füttern, sich hier, wenn man diese Bude schon freigeschaltet hat, auch aufs Bett setzen und die Tierchen streicheln. Manche haben auch ganz eigene Animationen, wie der Petrix hier, der klettert an den Säulen hoch und springt zwischen den Säulen hin und her und sowas. Super, echt liebevoll gemacht. Wenn euch jetzt auch das Sammelfieber gepackt hat, weit mal Heil, gotta catch 'em all. Das war's aber erstmal wieder von mir. Wenn euch dieser kurze Guide gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Das hilft mir dabei, dass meine Videos von mehr Leuten gesehen werden. Ich arbeite gerade an der zweiten Folge von meiner Monster Hunter World Serie 4 Fäuste für Astera mit Dirk zusammen. Und die zweite Folge hat's echt in sich. Also die solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Die wird die Tage online kommen. Die erste Folge ist am Ende dieses Videos verlinkt. Könnt ihr schon mal reingucken. Wir jagen uns durch die neue Welt. Ansonsten ist auch gerade der nächste Waffenguide in Arbeit. Diesmal geht es um den Bogen. Die anderen Waffenguides sind natürlich auch jetzt am Ende des Videos verlinkt. Mehr zu Monster Hunter World findet ihr auch auf meinem Kanal. Aber das war es erstmal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!